Hast du gerade getan. So, und jetzt probiere ich es nochmal mit einladen. Jetzt ist nämlich auch wieder was verfügbar. In deiner Nähe. Jetzt habe ich auch mal eine Nachricht gekriegt. Dann kriegst du nämlich immer das mit drin. Jetzt bin ich Mitglied bei dir. Jetzt kann ich mich auch in deinem. Du bist jetzt also Mitglied, das ist ja sehr schön. Da aussteigen aus dem Laden. Wenn ich es schon nicht bin, dann bist zumindest du Mitglied. Ja. Willst du auch rausleben? Wie geht es? Touchpad gedrückt halten, dann das erste Mal MC-Präsident und ganz unten Motorradclub auflösen. Dein Präsident hat keinen Stil festgelegt gerade, okay? Dann schauen wir gleich. Wir müssen mal gucken, ob es neue Waffen und so auch gibt, ne? Nee, jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen. Warten wir erstmal, bis der Levin hier ist. Ja, genau. Wir sind. Ist jetzt zwar ein bisschen langweilig, liebe Zuschauer, aber. Sehr geehrtes Publikum, ist gerade vielleicht etwas langweilig, aber es werden gleich neue Folgen folgen, was? Wir werden euch noch ein kleines Video einblenden. Ein kleines lustiges Tiervideo. Was? Ist so ein Tiervideo? Weiß ich nicht. Gibt's doch auch immer zum Beispiel so als Zwischensequenz. Ich will von deinen Tiervideos nichts wissen. Ach, jetzt kann ich Levin einladen, guck mal. Hast du was bekommen? Hast du was bekommen? Eine harte Rocker muss auch rauchen. Ja, bin dabei. Er hat was bekommen. So, jetzt warten wir alle noch auf Levin, bis wir hier dann vor meinem Club. Ich werde mich hier dann mal kurz hinsetzen und werde. Wo ist er denn überhaupt? Ach, das, was ich nicht hinsetzen kann. Das wäre geil. Weißt du, hier ist ein Stuhl, könnte man sich hinsetzen und jetzt irgendwas machen oder. Ach, das sollte man irgendwie noch machen. Weg damit. Rocker sind aggressiv, Stühle fliegen schon durch die Gegend. Wir randalieren hier, ich schmeiß Tische durch die Gegend. Und den Tisch hinterher und die Stühle mit. Yeah. Hauptsache die Typen hängen hier noch die ganze Zeit rum. Ja, war was soll denn das? Nimm doch die mal mit. War da nicht irgendwo zwischenzeitlich mal die Sanitäter da? Die haben ja bloß geguckt, was los ist, aber die nehmen die doch nicht mit. Die verrotten jetzt vor meinem Club, das ist jetzt der individuelle Geruch. Das ist der Friedhof. Das Gute ist, dass der Waffenladen gleich gegenüber ist. Stimmt. Ja, der Flughafen, wie gesagt, ist auch direkt in der Nähe. So ist es. Also gut ausgewählt. Ja, das war ja deswegen auch so gedacht. Na gut, du hängst natürlich relativ weit oben. Aber du hast zum Beispiel auch unsere Firma, ist ja noch in der Innenstadt. Richtig. Ja, ich höre schon irgendwie ein Auto knallen. Ja, wo ist er denn? Da ist er doch. Das ist aber ein komisches Rocker-Auto, mein Freund. Ah, direkt eingeparkt. Duell. So. Oh nein. Oh nein, die Chaos-Truppe ist wieder da. Yeah. Yeah. So, ich würde mal sagen, dass wir gleich mal zuerst in den Waffenladen gehen und gucken, was da neu ist. Ja. Moin, ich bin der neue Nachbarin. Neue Nachbarin. Der neue Nachbarin, ja. Da kann sich wer nicht entscheiden. So, gucken wir mal. Boah, wie es leckt, ey. Eine Streitaxt. Eine Streitaxt? Eine automatische Schrotflinte. Was geht ab? Eine Mini-MP und eine Rohrzange. What? Ein Kompaktgranatwerfer für 40.000. Mini-MP, jawohl, kauf mal. Kauf alles, aber das ist so schweineteuer schon wieder. Der Granatwerfer, ja, rein damit. Der ist auch süß, oder? Und die Axt. 9000 für eine scheiß Axt, Alter. Was ist das für eine Luxus-Axt, ja? Das ist eine Doppelstreit-Axt. Toll. Und es ist schon Special Sale hier. Ja, 5% Rabatt. Ich hab 11. Automatische Schrotflinte muss ich natürlich auch noch kaufen. Noch irgendwas Interessantes da? Nee, ich ne? Ich hab jetzt alle Waffen geholt gerade. Ja auch. Und bin schon wieder Milliarden weniger. Ah, ich kann mir die Waffe noch nicht aussuchen. Oh, Moment, da war irgendwas mit Ausrüstung. Have fun! Nee, Ausrüstung war wahrscheinlich hier. Da ist hier noch irgendwas Interessantes dabei. Nee. Wo ist der Levin? Außen vor der Tür. Wieso? Schon gekauft oder was? Oh ja. Levin, komm mal her, ich will die Axt ausprobieren. Hi! komm! Ah, Irrer! Ich
Ich glaube, wir können sowieso nicht angreifen selber. Hast du es ausgestellt? Hast du es abgestellt? Ich weiß es nicht. Man kann es ja einstellen, ob man. Ja, ist aus. Sonst hätte ich dich wahrscheinlich gerade eben getötet. Ja, sonst hätte ich auch Levin voll erwischt. Schade. Also gut, dann würde ich mal sagen, wir warten ja eigentlich alle auf das Clubhaus. Dann gehen wir mal rein. Nutzen die Tür, nicht die Garage. Oh, krass, wie die Axt geht nochmal ab. Eigentlich weiß ich nicht, ob ich mein Auto tatsächlich schon mal in der Garage parken kann. Clubhouse-Optionen, Clubhouse in Sandy Shores. Ja. Und jetzt? Ja, cool, du hast sogar eine Bedienung. Ich hab noch das Clubhouse von oben. Ach, jetzt bin ich drin. Ah, okay. Die Autos können tatsächlich nicht in das Clubhouse abgestellt werden. Das sind nur die extra für die Bikes. Logo. Ich hab hier gerade ein Gespräch mit dem. Komm mal rein. Hey, da hängt ein Bild von mir an der Wand. Was? Was hier? Präsident, ich tatsächlich ganz oben. Was, wo? Warte, ich hab hier noch ein Gespräch mit jemandem. Vizepräsident, Road Captain. Each role got its own perks and its own responsibility. Ich will Vizepräsident werden. Hey, it's good to keep shit off. Alter, mein Logo ist sogar auf dem Tisch. Kannst du es einstellen? Was für Ringe wir haben? Wie gesagt, ich hab jetzt hier erst noch Videosequenz gerade. You know what I bin in deinem Büro. Board, and you can take it if you want. Die Musik ist schon mal geil. What else you need to know? There's plenty of room to store your bikes. Every club member gets a spot. If y'all want to set up a bike shop, we can make that happen. You gotta pay for the work though on all those rides. But it's all good, cause you got a cat on site. Hey, cool. There's a spot where a gun locker can go, should y'all need to store. Sein muss bei dem Rocker Club natürlich. Then we got auch a PC back here on the anonymity network. Ah, hier kann ich mich hinsetzen. You see that shit? The feds don't pick you up. You can hook it the up with these road. Internet cats to run illicit businesses. Take a look at that shit. For real. Cool, and that's that. I'll be in touch if you take any of that club business. Ja gut, wir haben die Musik halt aus, ne? Enjoy the place. So wie es aussieht, kann jeder von euch ein Motorrad in die Garage stellen bei mir. So, jetzt kann ich hier auch spielen. Hi. Kannst du hier schon einstellen, die Ränge für die Bilder? Ich glaube, das müsst ihr euch verdienen. Ah, ja stimmt, du kannst ja voll ganz unten anfangen und dann... Ja, ja, so ist es. Ja, aber ich kann hier nichts machen. Das heißt, wir müssen tatsächlich mal Missionen annehmen und sowas. Ja, ich muss natürlich ein Bike anfordern. Ich habe ja genug jetzt Motor. Jetzt schaue ich mir aber erstmal... Also hier steht meine Garage, steht aber mein Motorrad nicht drin. Aber so wie es aussieht, wäre hier Platz für genug Leute. Ja, Autos, wie gesagt, passen nicht rein. Ja, das ist ja ein Motorradclub. Was ist, wenn ich hier jetzt reingehe, um ein Fahrzeug zu verwalten? Okay, also hier könnte ich meine Fahrzeuge verwalten. In den Kartons. Na, hier ist ein blauer Kreis. Na gut, den sehe ich nicht, oder? Okay. Ich habe nur gesehen, dass du vor den Kartons stehst und sagst, hier kann ich meine Fahrzeuge verwalten. Man weiß es nicht. Ride Free, das Logo kommt ja auch schon mal ganz cool irgendwie. Yep. Wo kommt und das natürlich das Geld da vorne drauf, weißt du, hier liegt noch Geld auf dem Boden. Mal mit? So. Komm, wir gehen shoppen. Hey, ja. Geil, hier an dem Tisch kannst du Arm drücken machen. Ja, weiß ich. Ich setz mich hin. Alter. Du kannst dich auf die Bänke setzen. Wir geben sogar bei den Bike-Updates 2 Motorroller raus. Was? Aber einige Sachen, du. Einige, das sind jetzt schon 9. Ich hab die Toilette gefunden. 10, 11, also 11 Motorräder haben sie rausgehauen. Komm mal rein, hier ist der Besprechungsraum. Was? Büro. Ah, cool. mit dem Logo auf dem Tisch. Das war ja gar nicht. Ja, siehst du sogar noch das verplayten Logo auf dem Tisch. Unser cool Logo. Also, Gentlemen, hört zu. Ihr habt zwar noch keine Ahnung, was wir jetzt hier eigentlich nachher machen, ja. Aber wir werden hier auf jeden Fall ein richtig fettes Ding durchziehen. Ich weiß zwar nachher noch nicht, was für ein Ding, aber wir werden das irgendwas machen. So, und wenn du, ja, du da drüben, hallo, schau mich mal, ja, genau, richtig. Hör mal, Nein, hör mal du zu, Wurm, ja. So, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann kannst du gern gehen, weißt, wo die Tür ist, ja. Ja, tschüss. Gottes Willen. So,
So Leute, jetzt schaue ich mal. Auch, ne? Mit, das ist auch cool, wie sie den Stuhl mit dem Fuß wegschiebt gerade. So, drücke nach rechts. Brauche ich noch die Kippe auf dem Tisch. Um den Club Missionen zu verwalten. Jahr. Ich kann hier Missionen verwalten, Jungs, gell? Dazu müssen wir aber erstmal welche annehmen, so wie es aussieht. Lieblingsblabla, null Fahrzeuge. Was ist dann? Oh, wir haben eine halbe Stunde Zeit. Ja, für die Mission. Ah, das ist so ähnlich wahrscheinlich wie mit den Firmen. Bisschen zumindest. Ich hätte hier zwei zur Auswahl. Und einmal. Wir haben eine Mission. Wir müssen Tresor knacken. Ich kann das nicht auswählen. Verlasse das. Achso, wir müssen den Club verlassen. Ja. Wir hatten die Mission angenommen. Keine Ahnung. Die kam. Die kam? Clubhaus verlassen. Yo, ciao, Pupia. Pupia. Begib dich zum Clubhaus, der Lost. Jetzt geht's ab. Action. Action. Kevin fährt, du hast ein gepanzertes Auto. Ja, ich war noch im Clubhaus. Gibt ja die Action ab hier, die Aufnahme gerade gestartet erst und jetzt geht hier schon Action ab. Spiel, glaube ich, will, dass du irgendwas machst. Action macht. Zack, bumm, Mission da. Ja. Oder also, irgendwas. Das finde ich doch gut, ist doch okay. So lernen wir zumindest das Glamour. Ihr spielt mir zu langsam, macht hin. Ja, jetzt sofort nimm die Mission an. Was? Nein, wir wollten erstmal anschauen. Nein, Mission. Anschauen. Himmels Willen, wo müssen wir denn hin? Ach du Scheiße, runter da, wo der Dingens ist, die Rennbahn. Okay. Ja, ich bin schon unterwegs. Levin, du hältst mal Abstand, ich möchte nur wissen, was los ist. Oh, ich bleib mal bei 1,5 Kilometer stehen. Könnte ich auch quasi direkt einsammeln gleich. Wie gesagt, ich habe ein gepanzertes Auto hier. So, machst du. Weißt, wir haben doch nicht mal alles angeguckt, gell, ob es neue Masken gibt oder sonst irgendwas. Nee, bam, schon neue Missionen. Ja, können wir ja mal gucken, ob wir gleich nach der Mission, ob wir da noch was für machen können. Also, ja, ich würde gerne nochmal Klamotten. Masken und hast du nicht gesehen? Ja, Klamotten gibt's mit Sicherheit auch neues und so Zeug. Gehe ich mal davon aus, dass es neue Outfits geben wird. Levin, fährst du bei uns mit? Jo, wollt ihr in der Straße. Ja, ja. Na, Stecke, wie viel? So teuer auf der Autobahn. Gerade sagen, einstecken nicht vergessen. Dumme Kuh. Hm? Latscht da fünfmal ums Auto rum. Ja. Macht dir Spaß? Ich such die passende Tür. Wo ist denn noch was frei? Mein rechter Platz ist frei. Ihr gefällt einfach mein Auto. Wo ist die Tür? Muss halt mal angucken. Was steht da? Das kann ich nicht lesen. Tür krieg ich nicht auf. Kriegst die Tür mit auf. Welcher Schlüssel ist es denn? Keiner Pass. Eine scheiße Mischstadt. Vielleicht hat jetzt Casino offen, das wäre geil. Steht immer noch dran, coming soon, das, 100 Pro. Das wäre geil, wenn wir das Casino noch ausrauben könnte. Alter. Wenn wir das Casino ausrauben könnte. Naja, als Crewmitglied vom, also als Gang glaube ich eher nicht hier. Das wird dann irgendwann mal vielleicht. Hier, wo wir dann mal simuliert. Oh. Ah, oh nein, ich hasse dieses. Nee, bleib doch im Auto. Weißt du, vor allem, gib dich zum Clubhaus, der Lost, da steht noch nichts dran mit Schieße, sie nicht da. Warte, da ist irgendwo noch. Mach mal ein bisschen rein. Ja. Da rechts müsste irgendwo noch was stehen, aber. Die Musik kommt schon wieder geil. Komm mal fertig, kannst du das sehen? Alter, wir können in den Club rein, aber wir machen erstmal sauber. Ja, das sieht zumindest aus. Alter, nee, hier draußen ist noch irgendwo was. Der hier. War das der? Ja, den habe ich schon. Okay, yeah. Dann fahr mal rein, aber an dem gelben Punkt sind immer noch irgendwo welche, außer die sind drin. Ich gehe stark davon aus, dass sie drin sind.
Jetzt gucken wir erstmal außen rum. Ah, du Säckel. Das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte nur noch mal zurücksitzen. Außerdem habe ich jetzt rechts keine Tür mehr. Ich gehe davon aus. Bist du selber schuld? Ja, das gefällt mir. Ich krieg gar keine Tür mehr. Also, rechts. Geh mal hier ums Gebäude rum, weil ich glaube nämlich, dass die da noch sind. Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen. Dach. Dach? Ja, stimmt. Das sah auch gerade so aus, gell? Aha. Wir können die Tür aufschießen, das heißt, wir können auch von draußen reinfeuern. Was auf Faust. Was wir bloß haben. Ich hab nichts mehr. Warte, ich muss Granaten rein. Ja, ich schieße natürlich jetzt keine Wand auf, was wir in der Leben bringen. Oh, Hammer weg. Was? Was Warum nicht? Ups. Oh. Die können nicht sterben. Ja, aber ich. Also ich mich selber töten, ja. Wartet, bevor die reingehen, ich will mitspielen. Der Levin hat jetzt die Videos, weil ich gerade an der Beine vorbeigefunden bin. Ja, okay, geh mal rein. Warte, ich will mein Auto machen. Man muss die Tür, dann zumindest mal eins haben. Levin ist schon drin. Hier brennt es irgendwie so ein bisschen. Levin, du bist völlig Feuer und Flamme hier. Oh, ich auch. Das ist ja toll. Mann, bist du voll. Ich hab leider kein Feuerlöscher dabei gerade. Finde den Tresor. Hier auf dem Klo ist. Ah, es ist eklig. Ich hab den Tresor gefunden. Der war wirklich auf dem Klo. Ich schütze mich als Snake, während er den Tresor knackt. Ach, hier hinten. Ja, es sieht zumindest so aus, als wäre hier erstmal ein bisschen Ruhe, aber ich stelle mich hier trotzdem mal in die Nähe. Falls was kommt. Alter, kennt sich einer mit so einem Scheißdreck Dingens aus? Was musst du denn machen? Ah, warte, vielleicht krieg ich es doch hin. Sieht zumindest so aus, als wäre jetzt gerade ein bisschen Ruhe. Also wir haben so gut, wir haben ja alles. Alles, was draußen war. Das ist übel mit dem Scheißdreck. Ha! Offen. Ja, Spieler in der Sitzung, das ist natürlich klar. Jeder muss ein Geldpäckchen mitnehmen. Nimm ein Geldpaket mit. Ab ein. Boah, die Musik kommt geil. Ja gut, ich höre sie nicht. Levin, hast du Musik an? Ja. Warum rennt die da gerade? Ja, ich wollte nur gucken, was da ist. Das ist so richtige. So richtig coole Dingensmusik. Auto haben wir draußen? Draußen stehen, ja. Warte, Moment, wir müssen noch bei Moss Mitchell stehen. Sekunde. Ach, da steht ein Krankenwagen, wir nehmen den. Nee, Moment, ich muss meinen Mechaniker. Nein, wir nehmen den jetzt. Als Rocker mit dem Mond mit dem Krankenwagen. Ach, sei still. Wir nehmen den jetzt. Okay, der kann hier nicht kommen. Ihr Penner, das sind zwei Sitzer, das wisst ihr, ne? Was? Deswegen hock. Ja, ich sitz hinten drin. Ah ne, ich kann mich hinten einsetzen. Ja, also, da schießen wir alles weg. Ja, dann gehen wir schön in die Ego-Perspektive. Also gerade vor, ja. Geht das Spiel zu wieder los. Wir haben noch Kettenbots, das kommt mal die heißen mit dem Mail-Team. Das war irgendwas mit diesem. Das war mal der Hans. Ja, ja, mit dem Auto, mit dem Mail-Team-Wagen. Wo die Transporter von können. Alter, also Levi, der Patientenreflex tot. Vor allem ist der Raum so klein, wie willst du da hinten den Patienten drin haben? Der kriegst du nicht mal liegend rein. Kommt drauf an, wie groß der ist. Also wenn du so. Habt ihr den musst du die Beine abnehmen, damit das funktioniert. Habt ihr Georgs Funktion? Nee. Also die es wissen, die es gesehen haben, die wissen, wer ich meine, aber da gibt's einen zum Beispiel so einen kleinen, ganz kleinen Büchsen. Den kriegst du wahrscheinlich hier rein. Also ich habe hier auch nur die ersten paar Folgen geguckt. Na, aber guck dir doch den Raum echt mal an.
Das ist zu klein. Ja, ja. Also du sitzt sie schon nebenan. Also momentan sieht doch so aus, als hätten wir nichts mehr. Nö, ich weiß nicht, ob da noch was kommt oder nicht. Ich glaube, wir haben einfach alles weggeschossen. Ja, oder die kommen jetzt gleich am Übergabeort. Kann auch sein, dass sie jetzt ein bisschen... Ärger, da Ärger. Ah, scheiße, ich wollte eigentlich die Leuchtpistole nehmen. Alter! Und die Tür ist weg. Ich hab keine Tür mehr. Ja, selber schuld. Ich hab noch eine.